Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Stronghold 3. Wir haben uns jetzt leider lange nicht mehr gesehen. Das lag an gewissen Problemen bei Stronghold und bei uns. Also wir hatten in letzter Zeit relativ viel zu tun, deswegen haben wir auch generell nicht viele Videos rausgebracht. Das tut uns sehr leid. Ja, und jetzt dachten wir uns einfach wieder, ach, Stronghold können wir mal wieder machen. Dann gab es halt auch diese ganzen Patches, irgendwie 3 Millionen an der Zahl. Ja. Und deswegen ja, machen wir jetzt weiter, hoffentlich mit einer besseren Version, als es vorher war. Ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt, ich weiß nicht, was passiert ist und vielleicht will Kent euch auch mal was erzählen, weil sonst halte ich hier ewige Monologe. Ja, ich will euch erzählen, dass Bryce jetzt mal auf einen Spieler drücken soll. Ach so, ja. Und jetzt auf Spielmodi. Und jetzt auf Militärkampagne. Und der König ist tot, haben wir den Vorspann schon gesehen? Egal. Klick auf die Wiederholung. Gucken wir den Vorspann nochmal. Wir rannten weg. Unzählige Männer starben an diesem Tag. Schließlich fanden wir Hilfe in einem Dorf. Und sie halfen uns zu... Hast du das weggeklickt? Ich weiß nicht. Mach einfach so statt. Ich glaube, wir haben das eh schon gesehen. Ich will das jetzt mal gucken. Ich ist so lange her, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Viel Spaß. Unzählige Männer starben an diesem Tag. Schließlich fanden wir Hilfe in einem Dorf und sie halfen uns so gut sie konnten. Wir erfuhren, dass der König von den Männern des Schakals in seiner eigenen Burg getötet worden war. Ich tröstete Lady Catherine. Sie musste beschützt werden. Sie war die Thronfolgerin, unsere Hoffnung auf Frieden. Und doch hatten wir keine Zeit zum Ausruhen. Die Menschen des Dorfs benötigten unsere Hilfe. Na ja, diesmal hat's funktioniert. Start. Wir rannten weg. Die Dorfbewohner hier haben Angst. Der Feind hat sie eingeschüchtert und die Nachricht vom Tod des Königs hat sie erschüttert. Gebt ihnen wieder Hoffnung und greift den kleinen Außenposten an, den die Männer des Schakals am Eingang des Tals gebaut haben, und zerstört ihn. Okay, das würde ich sagen, machen wir jetzt übrigens ein neues Mikrofon, mit dem wir gerade rumtesten. Allerdings gibt es da noch einige Probleme, weil das ist jetzt so ein Karaoke-Mikrofon. Und, ja, einer von uns muss jetzt immer das Mikrofon halten und das immer hin und her schwenken, weil das irgendwie nur die Stimme aufnimmt, wenn man das direkt, also wenn man direkt den Mund ans Mikrofon hält. Ja, und wenn es da manchmal Probleme gibt, dass einer von uns leise ist, dann tut uns das leid, aber ich hoffe, euch gefällt der Klang so besser und wie man merkt, das Rauschen ist auch kaum da. Und ein neues Feature. Schwierigkeitsgrad unten rechts. Genau, das ist ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, sollen wir es auf normal versuchen? Nein. Okay, dann machen wir es einfach mal auf leicht. Das gleicht das Let's Play auch besser und vor allem zum Einspielen nach einer ewig langen Zeit. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert, aber das war auch schon immer so, glaube ich. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal. Go, go, go! Vor allem nach dem Rumgefehle bei der letzten Mission eher leicht, würde ich sagen. Platziert euer Vorratslager, my Lord! Gut, dann platziere ich mal mein Vorratslager. Daran hapert es schon. Nein, Spaß. Ja, platziert geht schon euren durch. Kornspeicher, Sire. Meine Kornspeicher, ich muss mir die Karte mal angucken, was geht hier so ab. Kommen von da die Gegner eher so? Vermutlich. Ich hab mir gar nicht, ja. Ja, zack. Geht schon. Kommen überhaupt Gegner? Du musst das ja einnehmen, wurde gesagt. Ah, stimmt. Hast du allerdings recht. Das Land hier ist geeignet. Kann ich ja bauen, dann wie ich will. Damit würden wir unsere Bauern mit Fleisch versorgen. Gut, wo braucht man nochmal? Ich habe keine Ahnung, weißt du's? Du musst es wegixen. Ah, ich erinnere mich. Boah, ist das lange her. Vielleicht, wenn unsere künftige Königin oben auf der kleinen feindlichen Festung stehen würde, würde das etwas ausmachen? Ja, ich denke, die Leute fänden das ganz cool. Ist für mich natürlich kein Problem. Ich nehme das einfach mal ein. Ich hab's ja drauf. Bisher alle. Mehr oder weniger. Wieso kann ich das nicht bauen? Ah, ich habe nicht genügend Holz. Hast du wahrscheinlich schon lange gesehen und ihr wahrscheinlich auch. Das ist so, wenn man ein bisschen spielt und aufnimmt und währenddessen voll das Mikrofon in der Fresse hat und dadurch kaum was sieht, dann gibt es manchmal Probleme. Warte mal, haben wir hier unten auch? Ja, da haben wir auch Bäume. Dann habe ich das Lager ja zufällig perfekt gesetzt. Wie drehe ich nochmal das Ding? Ah, ich erinnere mich. Mit dem Mausrad. Also für alle, die es noch nicht wussten, sie wissen es jetzt. Auch wenn das Spiel inzwischen ja schon ein bisschen länger raus ist. Ja, guck vielleicht nochmal in den Anweisungen für die Mission, ob überhaupt Angriffe kommen. Oder da an der Seite, an den
Dingern der Krieg des Feindes erobern und der Herr stirbt, also kann man auch angegriffen werden offensichtlich, oder? Das weiß ich nicht, vielleicht greift man mit dem Herr an. Also wenn man den mit dem Angriff mitschickt, ich habe keine Ahnung. Wo kann ich denn das nachgucken? Da. Okay, genau. Hinweise, Missionshilfe, irgendwie so? Nee, das ist ja viel Cheaten. Nee, das will ich auch nicht. Na, gucken wir uns mal einen Hinweis an, hatten wir auch noch nicht. Ah, okay. Ah, also schwer zu verteidigen sein. Also werden wir wohl angegriffen. Kann gut sein, ja. An welchem Stein denn? Ist hier irgendwo ein besonderer Stein? Oder mal? Bestimmt eine Steinquelle genau beim Gegner. Ich würde mich aufbauen weiter. Ich weiß nicht, in dem Spiel, in der letzten Mission zumindest, sollte das ziemlich schnell sein. Gut, dann würde ich sagen, muss ich ein Haus bauen. Wieso kann ich... Ach, ich habe nicht genug Holz. Ah, ich muss das weiter wegbauen. Ich erinnere mich. Boah, ist das lange her. Du hast nur 5 Holz. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Das ist allerdings wahr. Da könntest du vielleicht recht haben. Gut, dann würde ich sagen, heißt es jetzt erstmal warten. Ich habe, glaube ich, das Stein gesehen. Neue hier unten, Befehle. Das Graue. Ist das das Stein? Ich glaube schon. Da, die Brocken. Rechts. Ja, weiß ich doch. Achso, okay. Habe ich doch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob man mich gerade gehört hat, aber ja, habe ich schon gesehen. Ja, wahrscheinlich. Oh, ja, man wird reich angegriffen. Natürlich, Sir. Gut. Ja, dann mal sehen, ne? Mal sehen, mal sehen. Ich kann ja noch keine Truppen bauen. Habe ich jetzt schon wieder Holz? Nein, noch nicht so richtig, aber da kommt gerade Holz. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja, Sir. Ich hoffe, ach, das Klicken funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. Neue Befehle. Muss man sagen. Töte ihn, du schaffst es. Ja, ein Sir. Sonniger Tag. Haltet eure Speere gerade, Männer. Befehle. Herr, beschütze uns. Auch sie. Bereit und warten. Keine Gnade. Achtung. Alle wieder zurück. Man hat übrigens eben gesehen, man hat so eine gelbe Angriffswarnung auf der Karte sogar. Wunderbar. Das gab es vorher früher auch nicht, ne? Soweit ich mich erinnere, zumindest nicht. Gut, dann baue ich mal... Kann ich... Ah, warum muss ich so ein kleines Haus bauen? Gut, weiter geht's. Kann ich irgendwas hier mit Truppen und so? Na, habe ich nur nicht genug Holz hier. Na gut, dann müssen wir erstmal warten. Aber ich baue meine Waffen... Nee, ich warte erstmal. Warum wartest du? Die kostet nur Stein. Und 20 Holz. Oh, ja, stimmt. Ja, egal, ich baue die trotzdem schon, weil mir bringt ja eine Waffenmacherei nichts, wenn ich keinen Dings habe. Du weißt, was ich meine. Ja. Kein Holz, genau. Nee, keine Waffenkammer, ob ich es reinpacken kann. Lass mal nicht. Ich bin verwirrt gerade. Verwirrt. Ihr macht mich ganz wuschig hier. Ne? Ganz wuschig. Gut. Dann, immer noch nicht genug Holz. Beeilt euch doch mal, ihr faulen Säcke. Sollt ihr es jetzt haben. Mal sehen, mal sehen. Oh, wunderbar. Die haben ausnahmsweise mal gearbeitet. Das ist ja was ganz Neues. Nein, Spaß. Die sind natürlich ganz fleißig. Meine treuen Arbeiter. Gut, was habe ich hier schön? Das ist auch Guten so eine normale Morgen, Lordschaft. Ach, ich musste auch mal sowas bauen. 25 Stein, ja, geht durch. So. Von hier kann ich, glaube ich, ganz gut verteidigen hier. Kann ich Mauern bauen eigentlich? Ah, ich kann einen Holzwall bauen. Aha, das ist ja mal was ganz Neues. Konnte ich ja die letzten Male immer nicht. Na gut, dann baue ich vielleicht auch nochmal eine extra Holzhelle. Ja, wie wär's, hier? Du konntest schon Soldatenmann hab ich eben gesehen, aus irgendeinem Grund. 2 Stück von jedem oder so? Nee. Dann war das ein Bug. Nein, ich konnte, aber ich hatte einfach keine Leute mehr. Ich muss noch ein neues Haus bauen. Ich genieße übrigens gerade die schöne Musik, deswegen wollte ich eigentlich ein bisschen ruhig sein, damit wir die ein bisschen hören können. Aber du hast natürlich sofort dazwischen gelabert. Schäm dich. Nö, ich schäme mich gar nicht. Na gut, ich hoffe, mein Schäm dich hat mir jetzt gehört, sonst auch. Schäm dich. Schäm dich, du Schelm. Ich wollte dich noch irgendwas bauen lassen, ich weiß noch nicht mehr was. Ja. Keine Ahnung. Bin ich dein Sklave neuerdings? Nee, aber das war irgendwas Wichtiges, was du noch nicht hast. Ach so, na gut.
Ja, wird schon nicht so wichtig sein. Habe ich genug Zeug für Essen gebaut eigentlich? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt, wie war nochmal die Anzeige, von wegen, wie viel reinkommt? Für euch, mein Herr. Da, wenn du da draufklickst, auf das Essenssymbol. Ah, ich erinnere mich. Genau, tägliche Produktion 40, tägliche Konsum 17. Perfekt, ich muss ja gar nichts machen, ist doch genial. Herrlich. Gut, kann ich jetzt Suppen bauen? Ah, wunderbar. Und noch ein. Ja, 26 Beliebtheit ist jetzt noch nicht so dolle. Was kann ich denn da am besten nochmal machen? Soll ich meine Kirche bauen? Wie viel Stein habe ich? Ja, da ist die Kirche. Ja, kostet zu viel Gold. Nee, kostet. Ich habe genug Gold, aber. Aber 500 Gold für eine Kirche und du hast gar nicht genug Stein. Nee. Das ist allerdings wahr, aber ich kann mal die Steuern niedriger machen. Dann kriege ich auch noch ein Plus dazu. Dann habe ich. Plus. Hä, wieso habe ich immer noch plus 26? Sollte ich nicht eigentlich mehr haben? Plus 31? Keine Ahnung, vielleicht hast du halt woanders plus weniger gekriegt. Achso, ja, apropos Steuern. Ich wollte dich fragen, ob du Steuern hast. Aber das hat sich damit erledigt, weil du keine Steuern hast. Oder hast du jetzt Spenden oder was? Ich habe gerade eingestellt, dass ich keine Steuern mehr habe. Vorher hatte ich Steuern. Genau, aber du brauchst halt Gold für Soldaten. Die Musik ist übrigens immer noch herrlich. Falls es ihm aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob jemand bei euch bei Spielen überhaupt auf sowas achtet, aber ich schon. Ich finde das schön. Es gibt so geile Spiel-Soundtracks, zum Beispiel auch zu Skyrim. Ein wunderbares Spiel übrigens. Um jetzt keine Werbung zu machen dafür, aber es ist schon genial. Wollen wir mal ein bisschen über Skyrim erzählen eigentlich? So unsere ersten Eindrücke vom Spiel und so weiter. Erzähl du einfach mal, dann kann ich ein bisschen spielen währenddessen. Ja, was soll ich da sagen? Es ist toll, riesig, Drachen, Elder Scrolls, cool und ein paar kleine Fehler mit den Gegenständen, so rumfliegen, zwischendurch verschwinden und sowas. Aber ansonsten, super. Ja, finde ich auch. Also, Drachen sind schon sehr episch, muss man mal so sagen. Soll ich mal noch Holz machen? Die Menschen hegen warme Gefühle. Ja, kannst du, wenn du genug Holz übrig hast. Wieso kann ich da keine Holzmauer bauen? Gegnerisches Gebiet sieht man auch an der Grenze. Ist ja voll nervig. Da muss ich hier so eine schräge Mauer ziehen. Oder du nimmst es ein. Wie nehme ich das ein? Einfach indem ich mit Leuten dahin gehe? Ich glaube ja. Right, ja, Sir. Probieren wir das mal aus. Wir attackieren das gegnerische Gebiet, vor allem weil da so viele Gegner sind. Nee, eigentlich annektieren wir es gerade nur, ne? Weil wir nicht kämpfen, wir schnappen uns das einfach. Nö, scheinbar bringt das nicht. Schade. Also friedliche Kriegsführung ist hier nicht erlaubt. Vielleicht wenn du ein Gebäude in der Nähe baust oder so. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht, ich baue da jetzt einfach. Ist das jetzt so geschützt? Kommen sie da durch? Frag ich mich. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das mal aus. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Hö, brauche ich nicht genug Holz? Also entweder du bist auf dem gegnerischen Gebiet oder in den Büschen. Ja, keine Ahnung. So kann ich es bauen, aber in die Richtung nicht. Weil du durch die Büsche gehst, würde ich sagen. Das kann allerdings sein. Wo ist es denn hier? Komm, aber komm, ich gehe durch die Büsche durch. Da bewegen sich Gegner auf dich zu. Ja, Sir. Das ist mir auch gerade. Wir werden es versuchen, Sir. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich sollte vielleicht mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Neue Befehle. Du sollst nicht alleine laufen, bist du eigentlich voll bescheuert. Herr, beschütze uns! Greift sie an. Und ihr auch. Wir werden es versuchen, Sir. Auf sie. Herr, beschütze uns! Befehle? Wir werden es versuchen, Sir. Gut. Hab ich von irgendwas Mangel? Wir werden angegriffen. Nö, alles wunderbar. Die Frage ist, ob ich jetzt mal so einen Stein-Hol-Dings bauen sollte. Ja. Aber das ist hier schon ziemlich nah beim Gegner. Kann die hier rumlaufen? Ah. Mein Herr. Okay, wunderbar. Ah, baue ich mal sowas. Vielleicht kann ich dann noch Steine verkaufen. Kann ja nicht schaden.